Schön. Mein erster Iris-Gegenstand, jetzt schon. Dann. Die in allen Farben des Regenbogens funkeln. Sie sind aus Regenbogenfluorid. Wobei ich glaube, Fluorid schimmert grundsätzlich in allen Farben, oder? Regenbogen kann man wahrscheinlich in dem Zusammenhang weglassen. So, jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Ja, ich denke schon. Ich werde jetzt nicht komplett nochmal alles absuchen, sondern Ebene 4 erreiche. Ein Zauber, Blutball. Auch da gilt, man muss sehr vorsichtig sein, was man nutzt. Psychosaft und erhöht, glaube ich, die Intelligenz. Scimitar. Und ja, bis Ebene 20 oder so freut man sich über die blauen Truhen. Kukri. Das mache ich. Okay. Danach muss man aufpassen, weil dann Mimics auftauchen. Sie sehen wie blaue Truhen aus, theoretisch. Aber sie sind Gegner. Und das merkt man daran, weil sie sich in der Nähe der Wände aufhalten. Während blaue Truhen meistens so ein bisschen weiter weg von der Wand sind. Nicht direkt dran stehen. Ja, so war das mit den Mimics. Bin heute nicht ganz so in Form. Vielleicht sollte ich einen Schluck Kaffee trinken. Eine Sekunde. Geht doch nichts über lauwarmen Kaffee. Hier ist die Treppe. Das sind aber viele Türen. Bin ich hier in Wolfenstand 3D? Da bestanden manche Wände auch nur aus Türen. Zählen bitte. Oh, wieso nicht zählen? Ich schau mal, so, wie es bei ihr aussieht. Inzwischen müsste sich das doch fast lohnen. Ich warte noch ein bisschen. Oder? Nein, ich riskiere das nicht. Tasche. Hier. Hades Käfer. Ist schwach, oder? Möchte schwach sein. Ja. Aber inzwischen kommt gut was zusammen an Ausrüstung. An Kapselmonsterfutter. Ich wünschte, ich wüsste, ob es eine gute Idee war, Basuk zu nehmen. Man kann ja nicht einfach so mittendrin das Kapselmonster tauschen. Könnte man schon, aber es gibt nur so und so viele Kämpfe, die man hier unten bestreiten kann, da die Gegner nicht nachspawnen. Neu spawnen. Aufwecken. Das heißt, wenn man das Kapselmonster wechselt, muss das andere erstmal hochleveln. Und erreicht möglicherweise nicht das gleiche Level, also garantiert nicht das gleiche Level, das man sonst hätte mit der, wenn man immer das gleiche Kapselmonster benutzt. So. Mit einem Schuh draus. Hier ist nichts.
Heilsirup. Das war alles, ja. Dann raus hier, Ebene 5. Noch ein Zauber. So viel Angriff. Ja, danke. Jetzt, wo ich das Kraftwasser benutzt habe. Ich brauche einen Adlerstein. Wow, ich bekomme sogar einen. Wem gebe ich es? Wer hat die höchste Bewegung? Egal, ich gebe Sticker. So. Chaoskralle. Und ein Pferdestein. Den bekommt Sedan für ihre Abwehr. Ich denke, fürs nächste Mal nehme ich... Ich weiß nicht. Ich wollte sagen, ein anderes Kapselmonster. Erstmal schauen, wie weit ich komme. Wenn ich etwas in Ausrüstung finde, kann ich es eher riskieren, das Kapselmonster zu wechseln. Beim nächsten Mal. Moment. Ich schick dich mal darauf. Einfach ein Pferdestein in der Truhe gefunden. Das hatte ich nicht erwartet. Was diese Krafttropfen angeht, ich habe keine Ahnung, ähnlich wie beim Apfelsaft, wie lange sie den Angriff erhöhen. Oder die Abwehr, oder welche Werte auch immer sie beeinflussen. Die jeweiligen Tränke. Ist das nur für einen Kampf oder für mehrere? Ich habe es auch niemals nachgeschlagen. Weil ich ehrlich gesagt die Dinger nie benutzt habe. Nicht einmal im normalen Spielmodus. Wegen der Überfüllung geschlossen. Bei so vollen Räumen lohnt es sich natürlich. So viele Truhen, höhere Chance, etwas Gutes zu finden. Aber es kann sehr gut sein, dass man noch einen kompletten Durchgang läuft bis Ebene 20, wo man die Gotteshand findet und keine einzige Blautruhe gefunden hat, dass die erst viel später kommen. Das hängt ein Stück weit vom Glück ab. Ich bin inzwischen so weit, dass sie nicht mehr mit dem ersten Angriff down sind. Ein Punkt. Hat sogar gereicht. Dann sollte ich mich nicht über dich lustig machen, Basuk. Das sind verdammt viele Pferdchen. Mein kleines Funny. Verdammt, ich wähle dich. Ich wähle dich nicht. Hör auf, alte Lieder zu singen. Konzentriere dich auf das Spiel.
Büffel auch noch. Fokus. Angepeilte Gegner verschwinden im Nu. Solche, sagen wir mal, Todeszauber sind teilweise bei Drachen effektiv. Zu denen kommt man recht viel später. Nicht genau Endgame, aber dauert eine Weile. Und es gab einen Drachen, vor dem habe ich gigantischen Respekt, weil er zwei Angriffe machte. Wenn ich mich richtig erinnere. Was war das? Golddrache? Sehr gefährlich. Aber dann kamen irgendwie Golems, die sahen sehr seltsam aus. Ja, bis dahin ist das ein langer Weg. Leinenhelm. Kann ich gebrauchen. Nicht für mich, für Seran, falls sie das tragen kann. Kann sie nicht. 50 Abwehr. Ich nehme es, weil ich die niedrigste HP habe von dreien. Kommst du runter? Nein. Kommst du jetzt runter? Was ist mit dir los? Wieso kommst du nicht? Ich verstehe dich nicht. Das mit den Büffeln wird noch ein bisschen kompliziert. Ich muss aufpassen, dass sie mich nicht überraschen. Ich habe hier jetzt nicht so viel Abwehr. Und sie können ganz schön anstürmen. Und das Problem ist, dass ich nicht viel Platz habe, um mich zu bewegen. Solche Situationen zum Beispiel, wo es gefährlich wird, wo ich nicht weiß, ob ich siegreich aus einem Kampf hervorgehen kann. Da... ich wusste es. Oh, verdammt. Die können so weit sprinten. Viel zu weit. Ich wollte vorhin sagen, die überspringe ich. Solche Kämpfe. Normalerweise. Weil das ein vorzeitiges Ende sein kann und je nachdem, was man bis dahin gefunden hat, kann das ziemlich schmerzhaft sein. Aber dieser Abschnitt hat überhaupt keinen Platz zu manövrieren. Kann man sehr schnell überrascht werden. Gut. Das lief gut. Gut, ich kann hier jetzt keinen überraschen, aber ich werde auch nicht so schnell wieder überrascht. Bis auf dieses eine Mal. Wo ich halt wirklich gedacht hätte, dass er nicht so weit kommt. Hey, meine Seele! Oder ich hatte es zumindest gehofft. Zauber? Zauber könnte ich zwar auch ausprobieren, aber ich habe da nicht viel. Tasche. There we go. Theoretisch könnte ich natürlich auch erstmal die ganzen Truhen mitnehmen und dann die Gegner bekämpfen.
Aber irgendwie mache ich meistens erst die Gegner, damit ich mich in Ruhe umschauen kann. Was natürlich dumm ist, weil man sonst schneller einen Vorteil hätte, wenn man zum Beispiel eine stärkere Waffe zieht. Holzhelm. Dolch. Die zum Beispiel erhöhen die Abwehr. Das weiß ich noch. Kann jemand ein Holzhelm gebrauchen? Ja, ich zum Beispiel. Ja, mache ich auch. Dann bekommt Deckard in dein Helm. Ich finde ja immer noch, dass das aussieht, als würden sie Brillen tragen. Er darf zu fliehen. Oh, stimmt ja, apropos fliehen. Ich glaube, hier unten gibt es auch Klötze. Diese kleinen Super-XP-Bomben. Die gerne flüchten. Das ist natürlich besonders bitter in einem Kampf, in einem Abschnitt, in dem es auf jeden Kampf ankommt und auf die XP, die man mitnehmen kann. Wenn einem das Spiel viele dieser Klötze hinstellt und sie dann flüchten, entgeht einem HP. XP. Pferdchen. Soll ich dich Flemeth nennen? Nach meinem Pferdchen aus Stardew Valley. Ohrschmuck. Das ist zwar ein Diadem, aber es sieht als Ohrschmuck. Hübsche Ohrringe aus Glas bringen 2 Punkte. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Sackgasse.